Ja, hallo Leute, ich bin's, euer Masterkiller. Wir machen heute ein Video über Escape from Tarkov, und zwar ist ja seit gestern der neue Patch raus, und zwar Version 0.9. Und seitdem gibt's ja jetzt dieses ominöse Nvidia Highlights, was da die Clips im Hintergrund quasi aufnimmt, also die Highlight Clips, wie der Name ja schon sagt. Und jetzt sind bei vielen die Fragen aufgekommen, ja, wie funktioniert das, Pipapo? Und deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir mal schnell ein Video. Es ist eigentlich absolut kinderleicht. Grundsätzlich ist, ihr braucht natürlich erstmal eine Nvidia-Grafikkarte und ihr braucht dieses GeForce Experience. Allerdings ist dieses Jahr mittlerweile alles schon. Wenn man die Treiber runterlädt, ist das ja mit dabei alles. Jetzt weiß ich nicht, ab welcher Grafikkartenreihe bzw. ab welcher Treiberversion dieses Highlights damit eingebaut ist. Also ich habe hier eine GTX 1080 Ti. Das ist ja, ja nicht mehr die aktuellste Grafikkarte mal, sage ich mal. Und ich habe hier eine Treiberversion 391.35. Ich habe jetzt gerade mal schnell geschaut im Internet. Der aktuellste Treiber wäre 398.36. Also ich bin hier bei weitem nicht, bestimmt nicht mehr ganz aktuell. Hier sieht man leider aber auch nicht, wann ich das letzte Mal den Grafikkartentreiber abgedatet habe. Nee. Gut, egal. Auf jeden Fall. Bei mir funktioniert's. Und wie gesagt, jetzt gehen wir kurz ein bisschen näher drauf ein. Das ist eigentlich kinderleicht. Wenn ihr das alles so habt und ihr startet das Spiel, wurde ich im Spiel beim Ladescreen automatisch schon gefragt, ob ich das ob ich das nicht aktualisieren, also dass ich das starten will. Und habe dann Ja gedrückt und der Rest ist eigentlich wirklich kinderleicht. Und zwar, wenn ihr ins GeForce Experience reingeht, ist ja normalerweise die Standard-Tastenkombination Alt-Z. Das machen wir hier mal geschwind. Aufnahme läuft jetzt natürlich. Und dann kann man hier in die Einstellungen reingehen. Und hat jetzt hier unten diesen Highlights-Button. Wenn man da drauf drückt, gibt es eigentlich auch nicht viel. Man kann das hier eben ein- und ausschalten. Und was ihr natürlich wichtigerweise einstellen solltet, sind die temporären Dateien, wo das hinspeichern soll. Ich habe jetzt hier meinen Pfad angegeben, wo es die Daten hinspeichern soll, und dann ist das gut. Da ist am Anfang ein ganz komischer Pfad, irgendwo auf C, weiß der Geier was. Und ganz wichtig ist natürlich noch hier unten der Punkt. Ich deute es so, dass die 5 GB, was jetzt eingestellt sind, der bei mir maximal benutzt, um Videos zu speichern. Je nachdem, wie viel Highlight man hat, umso mehr Speicherplatz braucht man natürlich. Ist natürlich noch zusätzlich abhängig, wie groß sind eure Videos. Also ich nehme hier auf in 4K, da ist natürlich die Datenmenge, wenn du ein Video aufnimmst, ziemlich groß. 1080p ist natürlich wesentlich weniger, was wahrscheinlich aber die meisten haben. Also je nachdem, wie groß ist eure Videogröße, wie ist das eingestellt oder beziehungsweise natürlich auch die Qualität und so, das spielt natürlich alles mit rein, wie viel Platz ihr da braucht. Und natürlich ein zweiter Punkt, was natürlich wahrscheinlich oft wichtig ist, wie viel Platz du natürlich zur Verfügung hast. Jetzt ist so, wenn das hier eingestellt ist, dann ist ja hier eigentlich alles schon mal so weit so gut. Mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Da kann man dann eigentlich schon wieder raus. Was ich euch noch schon zeigen wollte, ich war vorhin mal schnell kurz in-game und habe mir dann so einen Clip mal anzeigen lassen. Und zwar ist der Clip, sieht eigentlich dann so aus, die Qualität ist, denke ich mal so, wie es eingestellt ist, sowieso bei der Aufnahme. In dem Fall wäre das jetzt ja auch 4K. Ich glaube, die maximalste schön kassiert, aber es war jetzt auch nur mal zum Zeigen. Und um das noch zu sagen, wenn ihr dann in-game, wenn die Runde vorbei ist, dann sieht es so aus in-game. Ich habe es vorhin im Video versucht, aber da hat es mir das nicht angezeigt, das in-game, also dieses Highlights-Menü. Deswegen habe ich jetzt hier einfach kurz über einen Screenshot, dass ihr das seht.
Da ist dann hier unten dieses Highlight-Symbol und da klickt ihr dann einfach drauf und dann wird euch ein Bildschirm angezeigt, wo ihr dann auswählen könnt, ob ihr das Video im Facebook teilen wollt, so ein paar Sachen. Also, aber das Fenster ist eigentlich komplett selbsterklärend. Ja, eigentlich wäre das eigentlich auch schon. Ein Punkt habe ich hier noch und zwar ist die Frage gekommen, weil das scheinbar bei anderen Spielen so ist teilweise, dass man, wenn da ein Clip läuft und gestartet wird, beendet, wie auch immer, dass da in-game eine Meldung kommt. Ich habe vorhin zumindest nichts gesehen. Man hat dann bloß rechts unten dieses Highlight-Symbol zwischen dem Aufnahmesymbol und dem Mikrofonsymbol ist hier dann zwischendrin dieses Highlight-Symbol noch, jetzt in dem Fall natürlich nicht. Ja, ich habe keine Meldung gesehen. Berichtigt mich da, schreibt es in die Kommentare, wenn es doch so sein sollte, dann ist mir das vielleicht doch entgangen im Eifer des Gefechts. Aber das wäre ja dann quasi auch, wo die Frage kam, bezogen darauf, dass man dann sehen würde, tatsächlich in-game hat man den jetzt getötet. Jeder hat, glaube ich, mal die Situation gehabt, da hockt einer im Gebüsch, man schießt halt rein, man weiß aber nicht, ob man den jetzt getötet hat oder nicht. Wenn das jetzt das Highlights-Feature das anzeigen würde, wäre ja auch irgendwie wieder blöd. Das wäre es aber eigentlich soweit, glaube ich schon. Wie ihr seht, es ist eigentlich kinderleicht und finde ich aber eine ganz gute Sache. Gibt es dann einen Frag-Movie nach dem anderen wahrscheinlich jetzt bald. Schauen wir mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein Abonnement für den Kanal da lassen. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder was auch immer, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.